Go-Spezial. Sicherheit ist ein wunderbares Gefühl. Doch speziell im Straßenverkehr kann es tückisch sein, sich zu sehr in Sicherheit zu wiegen. Selbst Vielfahrer haben keine Routine mit Notsituationen im Straßenverkehr. Und das ist auch gut so, denn sie sind sehr selten. Allerdings, wenn diese Notsituationen eintreten, dann hat man genau einen Versuch. Und auf diesen sollte man sich bestmöglich vorbereiten. Im Intensivtraining werden Gefahren und Notmanöver wiederholt und strukturiert trainiert und so verinnerlicht. Wasserhindernisse, zufallsgesteuerte Schleuderplatte, Rutschbelege und weitläufige Pisten bilden die Infrastruktur der Trainings. Wir haben es hier zu tun mit einer sehr konkreten Kurve. Sollten wir nachher dann mit der Geschwindigkeit raufgehen und zu viel Platz brauchen, nach links rüber auf die Gegenspur, dann müssen wir schauen, dass wir möglichst bald wieder auch rechts retour kommen. Die professionellen Fahrtechnikinstruktoren leiten zum aktiven Fahren an. Das bringt mehr Sicherheit und mehr Fahrspaß. Ganz nach innen rein und Bremse einlenken und bleib auf der Bremse. Beim Intensivtraining werden zwei der häufigsten Notsituationen im Straßenverkehr simuliert. Rutschen in der Kurve und ein plötzlich auftauchendes Hindernis. Der Spurwechsel war sehr interessant. Es war gut, dass der Instruktor so klare Anweisungen gegeben hat, sodass ich meine Fahrweise verbessern konnte. Nach der Anschaffung vom Elektrofahrzeug war es von mir ein Anliegen, das Ganze einmal auf die Grenzen zu bringen und auch zu lernen, wie das Ganze dann reagiert. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Als nächstes die Vollbremsung. Es ist so, dass man natürlich in so eine Situation nicht kommen will, aber ich denke, je öfter man es macht, desto eher ist man vorbereitet, dass man dann sich auch richtig verhält und reagiert und eben in keinen Panikzustand verfällt. Und ich denke, das war eben das, was sich wirklich gut angefühlt hat. Es ist aber auch Übungssache. Um ein Fahrzeug perfekt kontrollieren zu können, gilt es aber auch, seine Sicherheitssysteme zu kennen. Ich würde dich jetzt einmal bitten, dass du den Adaptivtempomaten aktivierst mit der Set-Taste. Die Idee beim ACC ist, dass der selbstständig einen sehr gemütlichen Stopp hinter diesem anderen Auto machen wird. Wie geht's dir damit? Ungewohnt, der die Kontrolle sozusagen abgibt in fremde Hände oder an die Technik, aber es hat einwandfrei funktioniert. Okay, denk dran, Blicktechnik, Blick in der Verlängerung der mittleren Spur und schnelle Reaktion, in dem Fall nach rechts, mehr Lenkwinkel, geht das hier aus? Jawohl, super Fahrt! Die Anweisungen vom Instruktor waren sehr hilfreich, man hat gut damit arbeiten können. Das Highlight ist aber die computergesteuerte Schleuderplatte. Die Schleuderplatte hat mir sehr gut gefallen, es war sehr interessant, war sehr aufschlussreich. Ich habe beim ersten Mal noch Probleme gehabt, aber umso mehr, was ich drüber gefahren bin, umso besser ist es gelaufen. Wer das Intensivtraining schon absolviert hat, ist bereit für das nächste Level, das Dynamiktraining. Hier setzen wir uns mit einer zusätzlichen Gefahr des Straßenverkehrs auseinander, mit dem Aquaplaning. Hier ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, gegebenenfalls die Geschwindigkeit zu reduzieren und hastige Manöver vermeiden. Unser Fahrtechnikzentrum in Teesdorf vor den Toren Wiens ist das größte der 8 ÖMTC-Fahrzentren. Es umfasst 33 Hektar und ist damit auch das größte Fahrzentrum in ganz Mitteleuropa. Wir sind spezialisiert auf alle Arten von Fahrtrainings. Pkw-Trainings, Motorradtrainings, aber auch Schwerfahrzeuge wie Lkw und Busse. Führerschein-Neulinge profitieren von der Größe des Zentrums. SUV-Fahrer haben sehr viel Spaß im Offroad-Park. Und ein besonderes Highlight ist unsere Outdoor-Kartbahn. Für Firmen-Events, aber auch für private Gruppen bestens geeignet. Mindestens genauso viel Spaß macht das Intensivtraining, jetzt sogar doppelt so viel. Denn alle Teilnehmer, die bis zum 3. September 2023 ein Intensivdynamik- oder Performance-Training absolvieren, können einen weiteren Teilnehmer mitnehmen. Einfach so. Ich habe von der Sommeraktion gelesen und ich habe zu meinem Mann gesagt, wir machen das jetzt und deswegen sind wir heute hier. Dank der Sommeraktion konnte ich meine Schwester auch noch gratis mitnehmen. Mein Bruder hat mich heute hier eingeladen zur Sommeraktion 1+1 gratis hier nach Teesdorf. Es hat mich voll gefreut, weil wir waren das letzte Mal zum Führerscheintraining hier und es war nach so langer Zeit wieder mal eine tolle Erfahrung. Weil man immer wieder in Situationen kommen kann, die man sonst nicht geübt ist und da kann man es einfach ausprobieren und von daher eine absolute Empfehlung von meiner Seite.